Assalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer Ayah, wir haben die Menschen und die Djinn aus keinem anderen Grund erschaffen, außer mir zu dienen. Um hier kurz den Wortlaut festzuhalten, Allah sagt nicht, wir haben die Menschen und die Djinn erschaffen, damit sie mir dienen. Ja, das würde nämlich die Möglichkeit offen halten, dass es eventuell noch andere Gründe gibt, weshalb Allah uns erschaffen hat. Also sagt er ganz spezifisch, wir haben sie aus keinem anderen Grund erschaffen, außer mir zu dienen. Allah erwähnt in dieser Ayah keine Tiere und Engel, wobei er sie genauso erschaffen hat. Tiere haben im Gegensatz zu Menschen ja keinen Verstand. Ja, das Tun und Handeln eines Tieres ist nicht von Vernunft gesteuert. Ein Tier hat Trieb, Tier folgt Trieb. Ja, ein Tier hat Bedürfnis, Tier stillt sein Bedürfnis. Ein Tier hat Verlangen, Tier befriedigt sein Verlangen. Ne? Also ein Tier hat keine Moralvorstellung und das stellt den Kernunterschied zwischen Mensch und Tier dar. So, jetzt gibt es trotzdem welche, die sich manchmal so verhalten. Ne? Ich fühle mich angezogen zu Person XY, spielt keine Rolle, ob wir verheiratet sind, ob wir vom selben Geschlecht sind. Ne? Ich fühle, ich gehorche. Ich möchte, ich nehme. Und das ist der Moment, in dem ein Mensch schlimmer wird als ein Tier. Oder was heißt schlimmer? Ein Tier ist nicht schlecht, weil es so ist. Allah hat ihm nicht die Fähigkeit des rationalen Denkens gegeben, uns hingegen aber schon. Und wenn wir diese Fähigkeit nicht nutzen, wird unser Stellenwert bei Allah niedriger als die eines Tieres. Wobei unser Stellenwert höher sein könnte als die der Engel. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Engeln keine freie Entscheidung gelassen, ob sie ihm dienen möchten oder nicht. Richtig? Engel haben keinen freien Willen, wir hingegen schon. Und wenn wir uns freiwillig dazu entscheiden, Allah gehorsam zu sein, obwohl wir wie das Tier machen könnten, was wir wollen, das ist der Moment, in dem du und ich bei Allah einen höheren Stellenwert bekommen als die der Engel. Subhanallah. Bedeutet, du kannst entweder niedriger sein als ein Tier oder eben höher als die Engel. Und das ist alles eine Frage von Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung, Disziplin etc. Okay, zurück zu Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mein Diener nähert sich mir mit nichts Besserem, außer mit dem, was ich ihm zur Pflicht gemacht habe. Und eins dieser wenigen Pflichten, welche meiner Meinung nach sehr stark vernachlässigt wird, vor allem weil es eins der wichtigsten Pflichten ist, ist das fünftägliche Gebet zu fünf festgesetzten Zeiten. Muhammad a.s. berichtet uns, das erste, wonach wir am jüngsten Tag befragt werden, ist das Gebet. Sind unsere Gebete in Ordnung gewesen? Wird alles weitere an diesem Tag in Ordnung sein? Sind unsere Gebete nicht in Ordnung gewesen, sprich unregelmäßig, unvollständig oder unpünktlich, wird alles weitere an diesem Tag dementsprechend schlimm ablaufen. Allah zum Beispiel berichtet uns auch im Koran, dass die Höllenbewohner befragt werden, was hat euch dorthin gebracht? Ja, was hat euch in die Hölle geführt? Und ihre allererste Antwort wird sein, wir gehörten nicht zu den Betenden. Sie werden nicht sagen, wir haben geklaut und Alkohol und Zina und betrogen und so weiter. Natürlich, das sind alles Sünden, welche zum Teil begangen werden. Allah hat den Menschen schwach und nicht perfekt erschaffen. Allerdings hat Allah den Menschen auch die Möglichkeit gegeben, sich von diesen Dingen zu reinigen. Ja, Muhammad a.s. hat zu den Sahaba gesagt, stellt euch vor, ihr würdet fünfmal am Tag in einem Fluss baden, werdet ihr dann noch schmutzig? Sie haben gesagt, nein, natürlich nicht. Muhammad a.s. hat gesagt, genauso ist es mit dem Gebet. Es reinigt dein Herz fünfmal am Tag von den Sünden, welche es verschmutzt haben. Und es reinigt nicht nur, sondern es hält tatsächlich auch fern davon, so wie Allah im Koran sagt. In einer anderen Überlieferung sagt Muhammad s.a.w., dass derjenige, der fünfmal am Tag seine Gebete verrichtet, dass von ihm die Sünden abfallen wie die Blätter von den Bäumen. Ja. Auf der anderen Seite wiederum ist Muhammad a.s. mit Jibril a.s. an einer Gruppe von Menschen vorbeigegangen, dessen Köpfe von Engeln mit Steinen zerschmettert wurden. Wiederhergestellt und wieder zerschmettert, wiederhergestellt und wieder zerschmettert. Und er hat gefragt, wer sind diese Menschen? Jibril hat gesagt, es sind diejenigen, welche unachtsam waren mit ihren Gebeten. Subhanallah. Berechtigt, oder? Du kannst nicht einerseits einen so gewaltigen Lohn bekommen für eine gute Sache, die du tust, und auf der anderen Seite keine Strafe befürchten, wenn du es vernachlässigst oder ganz unterlässt. Gut, der Mensch an sich ist sehr körperbewusst. Ja, wir würden jetzt nicht unbedingt die Bedürfnisse unseres Körpers vernachlässigen, wenn wir nicht müssten. Ich meine, wir essen, wenn wir hungrig sind, wir waschen uns, bevor wir schmutzig werden, wir liegen und schlafen, wenn wir müde sind, wir nehmen Medizin, wenn wir uns krank fühlen, ne, all diese Dinge. Beispielsweise würde keiner von uns zum Arzt gehen und ein bestimmtes Medikament, sagen wir irgendeine Form von Antibiotikum, verschrieben bekommen für geregelte Zeiten und sich dann anschließend sagen, weißt du was, ich nehme das Medikament, wann und wie ich es möchte.
wenn mir danach ist, nehme ich alle auf einmal. Und wenn ich keine Lust und keine Zeit finde, nehme ich es gar nicht. Das kommt nicht vor. Das ist aber dieselbe Mentalität, welche wir mit unseren Gebeten haben, mit der Medizin bzw. mit der Heilung für unser Herz und dann trotzdem erwarten, eine gute und gesunde Beziehung zu unserem Schöpfer zu führen. Um eine gewünschte Wirkung zu erzielen, muss eine Sache gemacht werden, wie sie verordnet wurde. Ja, was wir alle natürlich sehr gut nachvollziehen und verstehen können, solange es eben um unsere körperlichen Bedürfnisse geht, weil wir sehr verantwortungsbewusst unserem Körper gegenüber sind. Aber wir haben eben auch eine Verantwortung unserer Seele bzw. den Bedürfnissen unserer Seele gegenüber. Sie muss genauso ernährt werden, sie muss gereinigt und geheilt werden. Und ich meine, letzten Endes ist es die Seele, was dir bleibt. Ja, dein Körper wird verwesen. Wenn ich also mir beispielsweise vornehme, jetzt an Gewicht zu verlieren, hat es sich nicht damit getan, einmal ins Fitnessstudio zu gehen und dann die nächste Woche überhaupt nichts zu machen. Ja, nicht in 3 Jahren werde ich eine Veränderung sehen, wohingegen nur 25 Minuten täglich mich schnell zu Resultaten bringen. Richtig? Worauf ich hinaus will, ist mal beten und mal nicht. Nach Lust und Laune zu beten, das wird nicht funktionieren. Genauso wie es mit der Medizin nicht funktioniert und mit dem Sport nicht funktioniert. Und es wird weder hier noch in Akhira funktionieren. Eine Sache muss kontinuierlich gemacht werden. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, die beliebteste Tat bei Allah ist die kontinuierliche. Ob man jetzt meint, dafür Zeit zu finden oder nicht, das ist, denke ich, eine Frage von Priorität. Das ist eine Prioritätsfrage. Ja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, jeder, ausnahmslos jeder, kommt ins Paradies, außer derjenige, der es ablehnt. Die Sahaba haben sich gewundert, sie haben gesagt, ja, Rasulallah, wer würde das schon ablehnen? Er hat gesagt, jeder, der meinen Weg ablehnt. Jeder, der sich von meinem Weg abwendet. Jetzt, Allah subhanahu wa ta'ala hatte uns anfangs, wie wir wissen, keine 5 Gebete, sondern 50 Gebete auferlegt, welche dann später zu 5 Gebeten geändert wurden. Und die Gelehrten sagen, der Grund, weshalb Allah anfangs 50 Gebete und dann 5 draus machte, ist, um uns eine Sache zu verdeutlichen. 50 Mal am Tag zu beten würde bedeuten, alle 30 Minuten ein Gebet zu verrichten. Plus, minus, je nachdem, wie schnell oder wie langsam man betet. Und die Gelehrten sagen, Allah verdeutlicht uns damit die Gewichtigkeit des Gebets. Ja, dass unser Alltag sich unseren Gebeten anpassen muss. Nicht unsere Gebete müssen sich unserem Alltag anpassen. Und das verdeutlicht nochmal die Ayah, welche ich am Anfang erwähnt hatte, dass Allah uns aus keinem anderen Grund erschaffen hat, außer ihm zu dienen. Bedeutet, unsere Gebete müssen sich nicht unseren Arbeitszeiten anpassen, unsere Gebete müssen sich nicht unseren Schulzeiten anpassen und vor allem müssen sich unsere Gebete nicht unseren Bedürfnissen anpassen. Richtig? Ich gebe mal ein Beispiel, ist ein blödes Beispiel, aber es macht es ein bisschen deutlich. Wenn wir auf die Toilette müssen, passt sich unser Alltag unserem Bedürfnis an. Ja, wir können es vielleicht 1 bis 2 Stunden hinauszögern, aber letzten Endes kommen wir nicht dran vorbei, alles stehen und liegen zu lassen, um eben auf die Toilette zu gehen. Egal wo es ist, egal wann es ist und egal mit wem es ist. So, jetzt diesem Bedürfnis einen höheren Wert zu geben als das Gebet, das ist ein Armutszeugnis für jeden Muslim. Und das wird sich im Leben bemerkbar machen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer sich von meinem Gedenken, beziehungsweise wer sich von meinem Aman oder Ermahnung abwendet, er wird ein elendes Leben führen. Ein elendes Leben zeigt sich nicht in Armut und Krankheit. Das sehen wir nicht nur in der islamischen Geschichte, sondern eben auch jetzt beispielsweise bei der Selbstmordrate in der prominenten Welt. Ja, dass es nicht Mangel an Materiellem ist, dass es nicht Mangel an Gesundheit ist oder bei den Prominenten nicht immer Mangel an Gesundheit und vor allem ist es nicht Mangel an Status. Ja, es ist der Mangel an Seelenfrieden. Es sind die Bedürfnisse des Herzens, welche vernachlässigt wurden und das Herz eben auf spiritueller Ebene ausgestorben ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es sind nicht die Augen, welche blind sind, es sind die Herzen. Ein Herz, welches tot ist, ist blind. Daher kannst du besitzen, was du möchtest, es wird dein Inneres nicht zufriedenstellen. Ja? Übrigens, Allah subhanahu wa ta'ala hat zwar aus 50 Gebete 5 Gebete gemacht, aber aus seiner Barmherzigkeit hat er den Lohn bei 50 Gebeten gelassen. Sprich, jeder, der 5-mal am Tag seine Gebete betet, bekommt den Lohn, als hätte er 50-mal gebetet. Okay, eine letzte Sache, was jedem von uns ein bisschen zu bedenken geben sollte, ist, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass zwischen den Ungläubigen und den Gläubigen steht das Gebet. Wer das Gebet verlässt, der hat Kufr begangen. Ja, jetzt gehen wir zurück zu Iblis. Der Grund, weshalb Iblis von Allah verflucht wurde, ist nicht, weil er Allah als seinen Schöpfer abgelehnt hat. Iblis hat Allah nicht geleugnet. Er hat sogar Dua zu Allah gemacht. Ja, er hat weder den jüngsten Tag geleugnet, er hat die Hölle nicht geleugnet und er hat genauso das Paradies nicht geleugnet. Iblis Fehler war es, dass er sich Allahs Befehl, sich niederzuwerfen, aus Arroganz geweigert hat.
Jetzt, wie oft weigern wir uns täglich Allah gegenüber, wenn wir nicht beten? Und du kannst von mir aus die plausibelste Begründung haben, weshalb du nicht betest. Letzten Endes ist es dieselbe Arroganz, welche Shaitan Allah gegenüber hatte. Oder? Dich zu weigern, deine Gebete zu verrichten, ist die höchste Form von Arroganz, welche ein Mensch nur haben kann. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er legt keiner Seele mehr auf, als das, was sie tragen kann. 5 Gebete am Tag zu verrichten, das ist nicht eine Sache, was man nicht schaffen kann. Es sei denn, du möchtest es bewusst nicht schaffen und das ist eben mehr als hochmütig Allah gegenüber. Muhammad s.a.w. sagte, wer nur ein Funken, wer nur ein Stäubchen Hochmut im Herzen besitzt, er wird nicht das Paradies sehen. Möge Allah uns davor bewahren. Ich weiß, wie wichtig es ist, Optimismus und motivierende Worte zu vermitteln, aber wir sind eben auch keine Lügner. Ja, wir lügen uns gegenseitig nicht an und vor allem durch dieses gegenseitige Geschmeichel, davon ist noch niemand ins Paradies gekommen. Ja, dieses Leben ist, wie Isa a.s. sagte, eine Brücke. Und eine Brücke wird nicht als Wohnstätte genommen. Eine Brücke wird genutzt, um an sein Ziel zu kommen. Ja, man kann sich das vorstellen wie im Zug oder in der U-Bahn. Es gibt ja immer 2 Richtungen, wie man sitzen kann. Na, entweder du fährst mit der U-Bahn nach vorne oder du setzt dich so hin, dass die U-Bahn nach hinten fährt. Ich persönlich mag es überhaupt nicht, rückwärts zu fahren. Mir würde man ganz übel davon. Und genauso müsste es auch hier sein. Ja, uns müsste dabei schlecht werden. Uns müsste übel werden, wenn wir eben Schritte nach hinten machen. Wenn wir Schritte rückwärts machen und wir sollten unseren Fokus nicht verlieren, welches Ziel wir eigentlich anstreben. Möge Allah unsere Rechtleitung mehren und jeden Einzelnen von uns in seiner Absicht festigen.